zur Erklärung zum Musikstück Video Quantum Entanglement Music Inspiration Tribe von Gerhard Spitzner. Ich möchte vorerst die Diagramme etwas erklären. Das ist das 9er Feld mit 9 Bigrammen, auf die wir uns dann beziehen, die die Relation zwischen zwei verschränkten Stimmen nach den Stimmführungsgesetzen der Polyphonien-Kompositionslehre aufzeigen. In dieser Komposition kommen allerdings nur die Randbigramme vor, das mittlere kommt in dieser Komposition nicht vor. In den anderen Stücken Inspiration 1 und 2 kommen sie vor. Aber wir sind jetzt bei dem Stück 3. Dieses Diagramm hier ist folglich zu erklären, oder welche Bedeutung es so hat. Also die obere Stimmführer kann jeweils die Position plus 0 oder minus einnehmen. Das heißt, die Note ist oben in der Grundlage oder unterhalb der Grundlage. Also es gibt drei Positionen der Stimme. Und sobald sie dies tut, erzeugt sie ein Gegenbild, ein Spiegelbild, also eine verschränkte Note. Und in diesem Fall wäre dann die Spiegelung minus. Im Fall Grundposition, also 0, ist es ebenfalls 0. Und da hat die erste Stimme minus, dann hat die zweite Stimme plus, also es ist oberhalb. Es würde also quasi eine Stimmkreuzung entstehen, je nachdem, wie es komponiert ist. Wenn die zweite Stimme dann eine Oktav tiefer ist, ist es natürlich keine Stimmkreuzung, aber es ist dasselbe Prinzip. Ausgedrückt wird die Plusposition der ersten Stimme, der Note, durch eine geschlossene Linie. Die Note, wenn sie unterhalb ist, wird durch eine gebrochene Linie dargestellt. Und die Grundposition wird durch eine zweifach gebrochene Linie dargestellt. Also hier ist das Diagramm, bedeutet die Verschränktheit der ersten Stimme zur zweiten Stimme. Also wir können da auch die Analogie von Quantum Entanglement herstellen in der Vorstellung. Das drückt das aus, das Diagramm, das ist der Bezug zur Komposition. Das zweite Diagramm ist dieselbe Position der oberen Stimme. Ist sie oberhalb, also es geht um einen Dreitonraum, also oben, Mitte, unten kann die Note jeweils haben. Also die obere Note ist auf Plus, dann ist die untere Note auf Minus. Das haben wir durch das vorige Diagramm als eine Art Regel, eine Verschränkungsregel gesehen. Also es verkehrt sich ins Spiegelbild oder bei 0 sind sie gleich. Und das drückt sich eben in der Stimmführung aus. Die Stimmführung ist hier dann Plus, dann muss spiegelbildlich die zweite Stimme Minus sein, also unterhalb der Linie. Hier ist sie auf der Grundposition, also Superposition, also 0, ist die andere Stimme auch 0. Das heißt, sie sind hier im Einklang dargestellt, und wenn das eine Oktav tiefer wäre, dann wäre das die Oktav. Ist die obere Stimme, das ist der Hals, wer sich mit Musik auskennt, weiß, dass das die Stimmführung ist, der oberen Note, in der Minusposition, also wenn wir gehen noch einmal in das vorige Diagramm, das heißt unten, dann ist die andere Stimme im Plus, also oben. Und das schaut dann auch so aus. Hier, wir sind unterhalb, also im Minus, und die andere Note ist dadurch oberhalb, also Plus. Das schaut jetzt aus wie eine Stimmkreuzung. Würde diese Stimme in Oktav tiefer komponiert sein, würde sich hier keine Stimmkreuzung ergeben, aber es ist das gleiche Bewegungsprinzip auf drei Noten. Also wenn wir uns das vorstellen, wir haben hier drei Noten, Möglichkeiten zu spielen. Hier zum Beispiel diese Note, die Grundposition oder tiefere. Dann muss die andere Note, wenn die eine Note hier ist, muss die andere Note hier sein. Oder wenn es spiegelbildlich ist, eine Oktav tiefer, dann hier. Also es geht um einen Dreitonraum, nur dass man das weiß, warum das hier im Diagramm so gewählt ist. Jetzt gehen wir ins nächste Diagramm, es ist dasselbe Thematik der Spiegelbildlichkeit,
Wir haben dann die Plus, das ist im 9er Feld hier, die Plus-Positionen, die Null-Position und die Minus-Position der oberen Stimme. Und ausgedrückt, es ist hier auch mit der geschlossenen Linie, der gebrochenen Linie und der zweifach gebrochenen Linie, die hier die Mittelposition andeutet. Die Mittelposition ist dann immer für das Pigramm hier dargestellt als die untere Linie. Daher ist auch die obere Linie hier die obere Position in dem 9er Feld in der unteren Linie symbolisiert. Soweit zur Erklärung, was das Ganze soll. Natürlich muss man vom Kompositorischen her kommen, um das zu verstehen, oder vom Musiktheoretischen. Wer aber nicht von der Musik kommt, wird jetzt nur von dem Quantum Entanglement sich inspirieren lassen können. Und wir haben das noch einmal, diese drei Stockwerke hier, das sind so wie drei Stockwerke, oberstes Stockwerk, mittleres Stockwerk und Erdgeschoss. Und jeweils die Relation dieser zwei Noten, ich gehe nochmal zurück, das sind die zwei Noten, die obere und die untere, kann also in drei Relationen sein. Also diese Relation, erste, zweite Relation und dritte Relation, die haben wir auch in dieser Regel im Diagramm ausgewählt. Erste Relation, zweite Relation, dritte Relation. Wir müssen uns das wie eine Schaukel vorstellen. Ich gehe mal auf die Abbildung ein mit einer Schaukel. Wir stellen uns das vor, das eine Teilchen oder die eine Note befindet sich in der Plusposition, also oben. Dann bin ich die andere Note in der Minusposition, also die befindet sich in einem tieferen. Sobald das Ganze gleich ist, dann haben beide die Nullposition, hat die obere Stimme, also die erste Stimme, eine Minusposition, hat die zweite Stimme eine Plusposition. Das drückt sich dann hier in dieser Schaukel aus. Also das wäre also eine sichtbar gemachte Verschränkungsregel. Und es geht hier um die kompositorische Stimmführungsgesetze. Und also die erste Stimme, die kann eben Plus, Null und Minus sein. Aber dies auf drei Ebenen. Auf der obersten Stockwerkebene, auf der mittleren und auf der unteren. Das heißt, wir befinden uns sozusagen in der Komposition. Also hier sind die drei Töne in der obersten Position, die möglich sind. Dann die drei Töne werden verschoben in der mittleren Position und dann die drei Töne in der unteren Stockwerkebene. Aber die zwei Töne sind immer verschränkt. Also ist die eine Note oben, ist die andere unten. Und wir gehen jetzt einmal, das ist jetzt noch nicht sehr leicht nachzuvollziehen, wir werden das jetzt an dem Beispiel der Musik direkt besprechen können. Ich gehe jetzt in das Musikstück hinein und werde etwas dazu sagen. Das hilft ein bisschen, diese Diagramme zu verstehen. Also hier noch einmal kurz die Diagramme, die ich jetzt erklärt habe, sind nur angedeutet, das werde ich auch noch erklären. Und wir sehen schon hier der Gleichstand, also der Einklang, noch symbolisiert hier in den Stimmführungen hier. Dann die Stimmkreuzung, das heißt Minus in der oberen Stimme wird Plus, dann 0 auf 0, es wird hier dieses Pigramm dargestellt, Plus auf Minus ergibt dann dieses Pigramm, Plus auf Minus ein Stockwerk tiefer ergibt das, also einen Ganzton tiefer. Hier das Schaukelprinzip noch einmal, dann hier wieder Minus auf Plus und wird hier ausgedrückt in dem Pigramm. Minus auf Plus wird in diesem, das ist jetzt die oberste Ebene, dann die Superposition 0 auf 0, dann Plus auf Minus, also hier sehen wir das Schaukelprinzip und wir sehen, dass das Pigramm sich im 9er Feld tatsächlich nach einer gewissen Gesetzmäßigkeit bewegt. Wie ein Aufzug steigt es hier auf, wenn man sich vorstellen, hier ist ein Aufzug im Gebäude, die Stimmführungen, die Pigramme und jetzt wieder bewegt sich schrittweise.
So. Ich gehe noch einmal jetzt auch auf dieses dritte, das hier, auf dieses Diagramm ein. Was soll das bedeuten? Na klar, es ergibt zunächst keinen, man kann es jetzt dann, wenn man es nicht erklärt, weiß man nicht. Also hier haben wir die Nullpositionen der oberen und der unteren Stimme auf drei verschiedenen Ebenen dargestellt. Also das wäre das E, das D und das C. E, E, D, D, C, C. Und dargestellt wird das durch diese Linie, das binäre Prinzip von oben und unten. 1, dann das Gegenteil, also die 0, unterbrochene und dann die Mittelposition. Also das wäre ein terrenäres Zahlensystem, wenn man das mit dem binären System, zum Beispiel der Computertechnologie, vergleichen würde, wären das hier ternäre Bigramme, die den, eben weil es drei verschiedene Zustände in den Stimmführungsrelationen kompositorisch und auch von den Stimmführungsgesetzen der Komposition gibt. Also die eine Position ist diese, die Terz, der Einklang und die Stimmkreuzung. 1, 2, 3, daher plus, 0, minus und daher diese ternären Liniensysteme, die das bezeichnen können. Wir können die Plusposition als Spin-up bezeichnen im Quantum Entanglement, nur die 0 eventuell als Superposition und die Minus als Spin-Down. Also hat das eine Teilchen, die eine Note Spin-Down, hat die andere Note Spin-Up. Also das ist das Prinzip des Entanglements in der Musik dargestellt. Und das kann auf drei verschiedenen Tonstufen passieren. Das Entanglement auf der oberen Tonstufe, mittleren und tieferen Tonstufe. Und in der Komposition konnten wir verfolgen, dass die einzelnen kompositorischen Relationen der zwei Stimmen, die wir in der Klavierstimme hören, tatsächlich eine Bewegung durchmachen. Also sie bewegen sich hier entlang. Wir schauen uns das nochmal an, damit wir das sehen. Also hier hat man Musik sichtbar gemacht in einer ganz anderen Weise. Normalerweise macht man Musik in einer Notenschrift sichtbar. Und hier, ich habe diese Mittelstimmen herausgeschrieben, diese obere Stimme, um die es geht, die hier ist in die Plus, also in der Nullposition. Nullposition, jetzt geht die zweite Stimme eine Oktav tiefer notiert, damit wir in die Geschichte hineinkommen. Also der erste Akkord ist also der Gleichklang, deswegen ist die Schaukel hier auf 0 und befindet sich in einer Nullposition auf der höchsten Tonebene. Hier sind drei Notenlinien, um diese drei Stufen, also diese Bewegungen innerhalb der drei Stufen noch, für die, die von der Musik kommen, noch zu symbolisieren. Der zweite Akkord hat das ebenso. Der dritte Akkord, da bewegt sich die Oberstimme hinunter ins, Minus. Das schaut dann eben so aus und die andere Stimme muss natürlich hinaufgehen ins Plus. So die obere kommt ins Minus, daher hat diese Linie die gebrochene. Und die Spiegelung dazu ist dann eben die andere Note im Plus. Daher die untere Note ist im Plus, deswegen ist sie hier oberhalb A dargestellt. Und das transponiert schaut das dann so aus. D hat sich nach unten bewegt und das E nach oben nach F. Also da haben wir schon Stimmführungsgesetze. Dann schauen wir weiter, dann bewegen sie sich wieder in die Superposition. Das schaut dann wieder so aus, die Superposition auf oberer Stelle. Dann kommt dann die nächste Stimmführung, jetzt bewegt sich die Oberstimme nach oben und die Unterstimme nach unten. Also geht ins Plus und das Spiegelbild, also die andere Stimme, geht ins Minus. Daher, sie ist jetzt oben. Und die andere ist jetzt unten. Und deswegen befindet sich das Bigramm jetzt hier. Ich habe es hier auch eingezeichnet, dieses Bigramm ist hier eine. Und also das nur, das geht dann die ganze Zeit so durch.
für alle Akkorde, die dann eingezeichnet worden sind. Ich spiele noch einmal die Musik vor und wir können ein bisschen hineinfühlen in die Sache. Hören, nur ein bisschen, bis es aus ist, und dann schlage ich vor, dass man sich das dann selber noch einmal anhört. So, Quantum Entanglement, das ist also in Stimmführungsgesetzen ausgedrückt. Die Musik in der Klavierstimme, es geht um die Klavierstimme. Noch einmal die Diagramme der drei Positionen, die Stimmen zueinander haben können. So, also erster, wir hören das Klavier, bitte aufs Klavier hören. Noch einmal dieser Akkord, Gleichstand. Stimme Stimmkreuzung hier, das Bigramm geht nach rechts im obersten Stockwerk, dann geht es wieder in die Superposition, dann geht es nach links, die Schaukel wippt anders. Dann geht die Schaukel sozusagen mit dem Aufzug, ein Stockwerk fährt die Schaukel hinunter. Dann fährt die Schaukel noch in einen hinunter. Also die dann gibt es einen Sprung, einen Hypersprung. Dann geht es hinauf, in dem anderen Aufzug nach oben. Die Schaukel bewegt sich nicht, aber sie fährt. Jetzt ist die Schaukel im Gleichstand und die Spiegelung tritt wieder ein. Das Bigramm ist jetzt links. Die Schaukel ist wieder in dieser Position, geht nach unten, ein Stockwerk hinunter, geht wieder nach oben, plus auf minus, noch eine geht nach oben, jetzt wieder in die Superposition 0 auf 0, dann nach rechts, minus auf plus, und jetzt minus auf plus, allerdings einen Ton tiefer und wieder einen